Die Prozessmanagement-Suite Adonis von der BLC-Gruppe ist eine der leistungsfähigsten Softwareprodukte, wenn es um das Thema ganzheitliches Prozessmanagement geht. Also nicht nur modellieren, sondern eben auch analysieren und damit direkt die Effizienz steigern. Effizienz steigern mit den Prozessen geht am einfachsten, wenn man damit die richtigen Kniffe kennt. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Seit der Version 14 von Adonis, der Process Management Suite, gibt es eine ganz tolle Funktion, die wahnsinnig viel Zeit beim Modellieren spart. Und das ist die Synchronisierungsfunktion und die schauen wir uns mal ganz genau an. Man findet diese Synchronisierung, wenn man auf ein Prozessobjekt doppelklickt im Notebook. Und zwar hier oben gibt es dann hier Synchronisieren. Wenn man da draufklickt, dann werden die gleichen Attribute aus den Eigenschaften des hinterlegten BPMN-Modells, in diesem Fall Antiquitäten verkaufen, entsprechend synchronisiert in die Objektattribute des jeweiligen Prozessobjekts. Und wie das genau funktioniert, worauf man aufpassen muss, das zeige ich Ihnen jetzt. Das Problem an dem ganzen Thema ist, es wird nur in eine Richtung synchronisiert, nämlich von dem hinterlegten BPMN-Modell in das jeweilige Prozessobjekt. Das heißt, wenn Sie jetzt im BPMN-Modell leere Attribute haben, weil Sie nur die Attribute in dem jeweiligen Prozessobjekt gepflegt haben, dann werden die überschrieben und bleiben leer. Deswegen, wie in diesem Fall hier, macht es dann Sinn, dass man sich die entsprechenden Attribute zuerst füllt im hinterlegten Modell und dann die Synchronisierung einschaltet. Gehen wir in den jeweiligen Prozess rein. Mit einem Klick haben wir jetzt hier den einfachen Prozess. Kunde hat einen Kaufwunsch, Verkaufsgespräch führen, Kunde möchte kaufen, ja, Verkaufvertrag abschließen, nein, Verkauf ist abgebrochen. Jetzt gehen wir hier quasi in die Modelleigenschaften des BPMN-Modells und können hier die entsprechenden Attribute eben pflegen. Beschreibungstext zum Beispiel, den Zweck, Auslöser, das Ergebnis. Das wird eben dann alles nach oben synchronisiert. Genauso auch bei der Organisation, wenn Sie jetzt hier den Prozesseigner und Prozessmanager hinterlegen, wird es entsprechend nach oben synchronisiert. Das kann sie quasi im Kernprozess, geschäftskritisch und so weiter. Also alle diese Dinge, die Sie hier sehen, werden dann eben in die jeweiligen Prozessobjekte synchronisiert. Input-Output haben wir auch schon was hinterlegt. Bei Systeme und Produkte zum Beispiel gibt es hier nochmal ein Wirtschaftssystem und es gibt ein verkaufsfähiges Produkt. Das sieht also eigentlich ganz gut aus, dass es vollständig gepflegt wäre. Jetzt gehen wir zurück in unsere Landkarte, öffnen jetzt hier das entsprechende Prozessobjekt, klicken auf Synchronisieren. Jetzt gibt es nochmal diese Fehlerwarnung, die ich gerade angesprochen habe, dass eben nur die gefüllten Attribute von dem Geschäftsprozessdiagramm in das jeweilige Prozessobjekt synchronisiert werden. Okay. Und damit sind schon alle Daten übernommen. Das, was jetzt so ausgegraut ist, das sehen Sie eben genau, das sind diese übernommenen Daten. Wenn Sie die ändern wollten, müsste man die entsprechend in den Eigenschaften des hinterlegten BPMN-Modells entsprechend abändern. Das können wir uns gleich mal anschauen, wie das funktioniert. Ich gehe jetzt nochmal in das entsprechende Modell rein. Bei den Eigenschaften könnten wir jetzt beispielsweise mal ein Risiko hinterlegen. Zum Beispiel legen wir mal ein neues Risiko an. Zum Beispiel Kaufvertrag ist rechtlich unwirksam, das könnte man einfach mal als entsprechendes Risiko hinterlegen. Wir speichern das Ganze ab. Sie sehen, dass das Synchronisieren eine gute Funktion ist, dass man wirklich ganz viel Zeit sparen kann, eben dass auch alle hinterlegten Attribute sofort mit visualisiert werden. Man muss allerdings darauf achten, eben zuerst das tiefer liegende Modell, die Eigenschaften zu pflegen, bevor man die Synchronisierung einschaltet. Man kann es auch auf dem gleichen Weg wieder ausschalten, mit einem Doppelklick. Könnte man auch die Synchronisierung hier wieder abschalten, deaktivieren. Wenn ich jetzt auf hier OK drücken würde, wären quasi beide Sachen wieder einzeln zu pflegen. Ich hoffe, dass es Ihnen auch sehr viel Zeit spart und damit sehen wir uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.